Kapitel 8. Im Angesicht der Sternenahnen. Noch einige Tage vergingen auf See, ohne große neue Änderungen. Sol traf noch einmal zu einem Gespräch auf seinen Bruder, dieser dabei sichtlich wieder mehr bei sich. Tatsächlich traute sich das Vulpix aber nicht, die Zugeständnisse wieder abzusprechen. Was trotzdem nichts daran änderte, dass Sol eher wenig Zeit mit den anderen Reisenden verbrachte. Nun aber war es an der Zeit, für das Team wieder zusammenzuarbeiten. Denn das Schiff hatte soeben angelegt, an Fels, welcher einen Übergang in einen schier ewigen Wald darstellte. Hier verließen tatsächlich zumindest zwei der regulären Passagiere das Schiff, aber auch Absol Flamme und Sol sollten folgen. Und Funkenherz, die einerseits ihre Freunde und Familie besuchen wollte, aber auch mit ihnen die Lage besprechen wollte. Gerade sprach sie jedoch erst einmal mit ihrer Besatzung. Ich werde zur Weiterfahrt morgen definitiv nicht zurück sein. Ich kann euch allgemein nicht sagen, wann ich das werde. Dementsprechend vertraue ich darauf, dass ihr den Betrieb ohne mich aufrechterhaltet, damit ich nicht irgendwann zurückkehre, um ein gestrandetes oder bankrottes Schiff zu erleben. Ihr kennt alle Aufgaben. Sollte Plan nötig sein, Barmelin, du bist zuständig. Aus lautem Gemurmel trat das Luxio wieder heraus, zu den Pokémon, welche sie begleiten und an einen besonderen Ort führen würde. Also, das haben wir dann geklärt. Dann seid ihr bereit? Ich werde euch durch den Wald bringen, bis zum Stamm. Dort werdet ihr dann Eevee gegenübertreten. Und wenn sie dem zustimmt, dann wird sie sich mit Groudon sprechen lassen. Und du glaubst wirklich, dass Dasmon uns zustimmen könnte? Irgendwie wird das schon. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Wirst du das? Ich dachte, unsere Abmachung wäre gewesen, dass du uns hinbringst, aber die Entscheidung in andere Hände gibst. Das tue ich auch. Was aber nicht heißt, dass ich bei der Entscheidungsfindung keine Einwürfe mache. Oder wäre es euch anders lieber? Dachte ich mir. Also, kommt, folgt mir. So trappte das Trio für eine ganze Weile hinter dem Luxio her. Meer und Boot schwanden in ihren Rücken. Dieser gesamte Kontinent schien erfüllt von nichts als Bäumen und Meerbäumen. Abgesehen von der einen Ausnahme, welche beim Anliegen in der Ferne bereits zu sehen gewesen war. Ein Vulkan, fehlplatziert wie massiv inmitten des ewigen Waldes. Aber bis zu diesem würde die Reise nicht gehen. Zumindest war es das, was die Reisenden bisher gesagt bekommen hatten. Von Quellen, denen sie vertrauten zumindest. Was die Reisenden jedoch nicht gesagt bekommen hatten, war, wie sehr sich das Territorium der Evoli abheben würde, so sehr es auch nur ein Teil des Waldes war. Allerdings grenzte sich dieses ab durch einen massiven Graben im Boden, sichtlich unnatürlich und kreiert. Das ist noch übrig geblieben aus alten Zeiten. Früher, als Groudon den Stamm für eine Weile unter Kontrolle hatte, hat er hier eine Mauer errichtet, deren Fundament bis in den Grund ging. Seitdem Eevee wieder die Leitung übernimmt, steht die Mauer nicht mehr. Groudon hat sie entfernt. Den Graben, in dem das Grundstein platziert war, haben die Pokémon aber gelassen, um ihr Heim zu markieren. Es dient dadurch viel eher dem Sinn, den Eevee einst wollte. Information, anstatt Abschränkung oder Ausgrenzung. Denn Besucher sind dem Stamm in der Regel willkommen. Das Einzige, was deutlich schwieriger ist, ist der Beitritt. Dieser ist ausschließlich Evoli-Form gewährt, mit wenigen Ausnahmen, die entweder der gesamte Stamm oder Eevee selber zugelassen hat. Groudon bei ersterer Option, meine Mutter und früher auch ich bei zweiterer. Gleichzeitig muss ich euch jetzt bitten, mir wirklich strikt zu folgen. Und Absol. Wenn ihr Vertrauen gewinnen wollt, dann bewahrt euch keine Geheimnisse, wo auch die Wahrheit sein kann. Kurz gesagt, ich empfehle dir, einen Stolz für den Moment im Hintergrund zu stellen und ab hier als Zoroark zu reisen. Erst war das Zoroark sichtlich erschrocken, dass
Funkenherz überhaupt wusste, dass seine Geburtsgestalt nicht die eines Absols war. Andererseits konnte er sich selber denken, wodurch dieses Wissen entstand und weshalb diese Bitte erfolgte. Deswegen entschied er sich, ganz zu Flammes Überraschung, weder zu debattieren, noch sich zu widersetzen. Stattdessen nahm er das Abbild eines Zoroark an, auch wenn sichtliches Unwohlsein mit einherging. Und die Gruppe wanderte weiter. Aber nun inmitten des Territoriums des Stammes war es offensichtlich keine weite Reise mehr. Bloß eine Viertelstunde war es, bis eine eigenartige Ansammlung von Felsen den Horizont schmückte. Das dort ist das Dorf. Diese Felsen sind ausgehöhlt und bilden die Gebäude der Gruppe. Vergesst nicht, wenn wir dort sind, die Mon hegen dort extreme Vorurteile gegen euch und werden jedes Wort genauestens unter die Lupe nehmen. Sprecht am besten so wenig es geht und anschließend mit Bedacht, wenn ihr angesprochen werdet. Den Rest versuche ich zu klären, sie kennen mich. Irgendwie fühlte sich Flamme nicht wirklich wohl dabei, einem Pokémon ihre Verteidigung zu überlassen, welchem er nicht wirklich traute. Aber andererseits, so dachte er sich, könnte er sich einmischen, wann er wollte. Würde das Luxio Unwahrheiten erzählen? Deswegen, aber auch nur deswegen, entschied er sich gegen Einspruch, sondern folgte weiter stumm zu den Felsformationen. Dort angekommen, trat Funkenherz entschlossen zwischen den Felsen hindurch, auf den Platz in ihrem Zentrum. Ein paar wenige Pokémon befanden sich hier, jedoch auf den ersten Blick keine, die das Trio irgendwie interessieren sollten. Flamme erspähte nichts als reguläre Evoli-Formen, die vermutlich nicht mehr als normalste Bewohner dieses Ortes waren. Eine Ausnahme zu diesem Muster kam jedoch schnell angelaufen. Ein einzelnes Bisasam in den Massen der anderen. Funkenherz, lässt du mich auch wieder blicken? Du weißt doch, dass ich mir Sorgen mache, wenn du so lange weg bist. Ich weiß, Mama. Aber du weißt auch, dass die Rundfahrt nun mal 2 Wochen dauert. Und letztes Mal habe ich es nicht mehr geschafft, vorbeizukommen, als wir hier gehalten haben. Ich verstehe dich ja. Du willst reisen, wie schon immer. Und du sollst dich dabei nicht von meiner Nervosität abhalten lassen. Ich habe einfach zu viel Zeit zum Denken. Da entstehen Sorgen. Nun erst schien das Bisasam, sichtlich Funkenherz Mutter, die Pokémon zu beachten, welche zusammen mit ihrer Tochter ins Dorf gekommen waren. Wen hast du denn da mitgebracht? 2 Feuer-Pokémon und ein Zoroark? Aber ist das nicht... Ja, es gibt zu reden. Kannst du bitte Eevee holen? Natürlich, sie müsste gerade... Ich bin bei niemandem. Ich bin hier. Was geht hier vor sich? Vom größten Felsen hinab, in dessen Spitze scheinbar eine Höhle, sprach nun ein Pokémon herab. Das Fell erstrahlte in allen Farben des Regenbogens. Eigenartige Muster durchzogen es an manchen Stellen. Mit stechend grünen Augen blickte es hinab, den Blick erfüllt von Misstrauen und Zorn. Wohingegen die angebrachte orangene Blume an einem Ohr ein Kontrast der Friedfertigkeit zeigte. Ansonsten zeigten sich Elemente jeder einzelnen Evoli-Form. Dies musste sie sein. Ganz eindeutig. Das legendäre Hoffnungs-Pokémon. Eevee. Schnell und elegant sprang sie herab, den Blick niemals von den Fremden ablassend. Also wirklich, du hast uns heute hier einen großen Fang mitgebracht, Funkenherz. Ein Vulpix, ein Fukano. Vom Zoroark hat Omegon nicht geredet, aber das scheint mir herzlich irrelevant. Ich dachte, er wollte sich selber um das Problem kümmern. Oder seid ihr nicht die 3, vor denen uns Omegon höchst selbst gewarnt hat? Sie sind... Funkenherz, ich bin dir dankbar, dass du sie hergebracht hast.
Aber diese Worte will ich von Ihnen selbst hören. Wie inzwischen beinahe Standard, riss Sol das Wort schnell an sich, in der Sorge, dass die Worte seiner Begleiter eher schaden als helfen würden. Das sind wir, ja. Wir haben keinen Grund, es zu verheimlichen. Schön. Wenn ihr sowieso gesteht, macht es die Sache simpel. Dann seid ihr am Ende eures Weges angekommen. Warte doch mal kurz, Ivy. Es ist... Bitte halte dich hier erst einmal raus, gut? Also, jetzt hör doch mal zu, verdammt! Du hast dich selber aufgefordert zu sprechen, also lass dir auch alles erzählen, nicht nur was du hören willst. Was ist heute los mit dir, Funkenherz? Es ist nicht wie du so zu sein. Zeig dich nicht von deiner schlechtesten Seite, wenn uns ein gemeinsamer Feind gegenübersteht. Wenn ich den Streit dann unterbrechen darf, damit wir gleich zum Punkt kommen. Funkenherz benimmt sich so, dass sie unsere Gründe kennt und möchte, dass du sie zumindest anhörst. Nenne mir einen Grund, warum ich das sollte. Weil du mich heute hier und jetzt als Feindin gewinnst, wenn du es nicht machst. Von den rauen Worten offensichtlich erzürnt, blickte das Hoffnungs-Pokémon das Luxio an. Doch entschied sich überraschenderweise für eine Kooperation. Also gut, dann sprecht. Also, die Kurzfassung ist, wir sind hier im Kampf gegen Omegon, weil unsere Weltenbäume sterben, wenn er es nicht tut. Die beiden stammen aus dem Weltenbaum des Forstes, ich aus dem des Lunaren. Auch der Weltenbaum des Sturmes und der Schatten stehen am Abgrund. Und das alles, weil Omegon die Lebensenergie aller Weltenbäume für sich beansprucht, um sein Kaiserreich zu kreieren. Ein Reich, in dem er alleinig der Herrscher ist und da unsere Weltengeister sich ihm nicht untergeben. Ein Reich ohne sie oder ihre Weltenbäume. Nachdem alles andere gescheitert ist, haben die Weltengeister Flamme und Sol erwählt, um in die Wurzelwelt dieses Weltenbaumes zu gelangen. Und dort Omegons Kern zu zerstören. Als letzte Chance, das Leben unserer Heimaten zu retten. Schön! Jetzt habe ich euch angehört und für Lügner befunden. Die Geschichte hat uns Darkrai schon einmal versucht zu erzählen, während er Kriege angezettelt und Millionen das Leben genommen hat. Wir alle mussten mit ansehen, wie jene starben, die uns nahe waren. Und zwischen jedem Leben, das er nahm, sprach Darkrai von Gerechtigkeit. Aber du sagst es ja selber, Ivy. Wir haben die ganze Geschichte schon einmal gehört. Wir alle wussten schon damals, dass an ihr etwas Wahres dran ist. Denk doch an den Kampf gegen Vylas. An Omegon, der alleine mächtiger ist als alle anderen Weltengeister und mehr. Wir haben doch damals alle überlegt, ob wir nicht vielleicht auf der falschen Seite stünden. Aber haben uns dagegen entschieden, denn es war ja Darkrai, der sprach. Ein Pokémon, das wir als Feind sahen, weil wir dazu angestiftet wurden, dies zu tun. Was du mir also sagen willst, ist, dass du ihnen glaubst. Voll und ganz. Auf der Schifffahrt von Schmuckstadt bis hierhin habe ich sie bereits kennengelernt und ich habe gesehen, sie sind keine schlechten Pokémon. Alles andere und es passt auch alles zusammen. Die Geschichte ist alles andere als weit hergeholt. Das sechste Pokémon im Bunde, die bisher nur zugehört hatte, mischte sich nun auch vorsichtig ein. Also, ich finde, wir sollten zumindest in Erwägung ziehen, dass die drei die Wahrheit sagen. Es würde... Ja... Funkenherz, Bulbi, ihr beide könnt die Situation nur parteiisch betrachten. Denn wenn es denn die Wahrheit wäre, dann würde es auch Shinux ändern. Ihr wollt lediglich, dass es wahr ist. Und das funktioniert nicht in zwei Richtungen. Du bist doch genauso parteiisch, da du nicht willst, dass alles auf eurer Reise im Unrecht war. Es würde ändern, wie du Omegon und Darkrai sehen musst. Du willst um deiner Ideale willen, dass wir lügen. Es schien, als wäre der Streit völlig abgedriftet. Und vor allem merkte Ivy, dass sie alleine stand.
Im Bewusstsein dieser Tatsache ließ sie den Streit also etwas schweifen. Wenn du dich sogar auf ihre Seite stellst, Funkenherz. Weshalb hast du sie dann überhaupt an diesen Ort gebracht? Was wollt ihr von meinem Stamm? Omegon hat alle Wege in seine Wurzelwelt versperrt, das wisst ihr ebenfalls. Deswegen können wir diesen Ort nicht erreichen, egal wie. Unsere Weltengeister haben uns allerdings angewiesen, im Bewusstsein, dass dies geschehen könnte, dass wir in so einem Fall in den Weltenbaum des Sturmes reisen sollten. In Schmuckstadt wurde uns dann zu so einem Ort gewiesen. Speziell wurde uns zu Groudon gewiesen, welches angeblich wissen soll, wie wir dorthin gelangen. Wir sind also nun hier, um diesen Groudon zu treffen. Mit einem Hauch der Erleichterung wandte sich Ivy um. Seht ihr hier irgendwo einen metergroßen Godzilla? Ich auch nicht. Groudon ist vor wenigen Tagen abgereist, ohne uns mitzuteilen, wohin. Heißt, er ist gerade nicht hier? Und ich weiß nicht, wann er es wieder sein wird.